Nachwuchsarbeit wird belohnt. Auch im Handball. Wenn Spielerinnen und Spieler ihren Verein für eine leistungsorientierte Liga verlassen, hat ihr Heimatverein Anrecht auf eine Ausbildungskostenentschädigung. Denn neben dem sportlichen Anreiz einer gut funktionierenden Nachwuchsausbildung sollen möglichst viele Vereine von der Kreisliga bis zur Bundesliga zu einer guten Nachwuchsförderung zusätzlich motiviert werden. Zwischen dem 13. und 23. Lebensjahr der Spielerinnen und Spieler zahlt der aufnehmende Verein einen festgesetzten Betrag an den abgebenden Verein, sofern der Wechsel leistungsorientiert ist. Doch was ist das? Ein leistungsorientierter Wechsel besteht immer dann, wenn eine Spielerin oder ein Spieler zu einem Verein wechselt, der bei den Männern in der 4. Liga und bei den Frauen in der 3. Liga oder höher gemeldet ist und im Anschluss in einer dieser Mannschaften spielt. Im Nachwuchsbereich müssen die Spielerinnen und Spieler zudem in einer Jugendmannschaft spielen, die in den höchsten Spielklassen der jeweiligen Altersklasse spielt. Die Höhe der Ausbildungskostenentschädigung ist abhängig von der Ligazugehörigkeit der ersten Männer- bzw. ersten Frauenmannschaft im aufnehmenden Verein und errechnet sich folgendermaßen. Bei den Frauen hat der abgebende Verein maximal Anrecht auf 175 Euro beim Wechsel zu einem Verein in der 3. Liga, 375 Euro beim Wechsel in die 2. Bundesliga, 750 Euro beim Wechsel in die Handball-Bundesliga. Bei den Männern bekommt der abgebende Verein im Höchstfall 175 Euro beim Wechsel zu einem Verein in der vierthöchsten Spielklasse, 375 Euro beim Wechsel in die 3. Liga, 750 Euro beim Wechsel in die 2. Bundesliga, 1.500 Euro beim Wechsel in die Handball-Bundesliga. Und das pro Spieler und Saison. Für die Jugendspielzeiten werden jedoch prozentuale Abschläge gemacht. Und wenn die Spielerinnen und Spieler zum Zeitpunkt des Wechsels einen Kaderstatus des DHB besitzen, wird der ursprünglich ermittelte Betrag verdoppelt. So können bis zu 20.700 Euro im Männer- und 10.350 Euro im Frauenbereich für den abgebenden Verein zusammenkommen. Vereine werden so für ihre erfolgreiche Nachwuchsarbeit belohnt und können weiter in ihre Strukturen, Trainer und Trainerinnen investieren oder neues Equipment kaufen. Weitere Informationen gibt es hier. Eine Initiative der Handball-Bundesliga, des Deutschen Handballbunds, der Handball-Bundesliga der Frauen und aller Landesverbände.